Willkommen zurück zu Papers, Please, einer weiteren Folge. Steigen wir gleich in die Geschichte ein. Wir sind an Tag 15. Damit haben wir auch so ziemlich die Hälfte der Kampagne jetzt auch durch. Ja, soweit ich weiß, geht das hier im Grunde einen Monat lang. Vom 13.10. bis zum, keine Ahnung, irgendwann. Ah ne, 13.10. ist das Datum, an dem ich das gespielt habe. Hoppla. Egal, ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Wir haben irgendwann im November begonnen und dann enden wir irgendwann im Dezember. Ja, so ungefähr. Vollkommen irrelevant. Tag 15, fortsetzen. Wahrheit von Astotzka. Durchbruch bei Wirbelsäuleneingriffen. Nur dank Experten aus Astotzka möglich. Okay, Wirbelsäuleneingriffe. Könnt ihr gerne machen. Bei mir bitte nicht. Ich hätte die gerne so, wie sie jetzt gerade ist. So, wir haben wieder gesuchte Kriminelle und das war's. Wir haben keine neuen Informationen, das heißt, wir stecken das einfach hier in die Ecke. Wir haben letzten Mal Stephanie Greer, suchen wir immer noch. Kommt irgendwann, heute Morgen, keine Ahnung. Wir haben immer noch diese Astotzka Arsbomben, Liga 1 Meister. Das können wir an sich aufhängen, aber ich will ja hier einen recht sauberen Posten haben. Daher lasse ich das einfach weg. Das hier haben wir noch. Ich habe mir tatsächlich nie die Rückseite angeschaut. Ingenieure gesucht, mehr Geld als V-Staat? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, anrufen und dann haben wir da halt diese Nummer. Genau. Mesov Anigovic, ja. Der kommt dann irgendwann wieder, keine Ahnung, wenn wir alle vier von denen losgeworden sind. Dann holen wir hier die Karte raus und stecken das mal hier unten in die Ecke. Und dann sagen wir, wie ist da? Papiere bitte. Er passt nicht zu den gesuchten Personen. Freunde besuchen und Dauer 30 Tage. Genau. Maxim Chastang Maxim aus Obristan. SMS 1M, SMS 1M, HWIJK, HWIJK, Datum passt, Siegel passt, genau. Dann haben wir 1,82 an, ui, bisschen kurz geraten, so um 10 cm. Natürliche Schwankung. Ich würde 10 cm keine natürliche Schwankung machen. Es sei denn, er hat selber ein bisschen was mit der Wirbelsäule und kommt deshalb hier nach Astotzka, aber scheinbar ist das in Ordnung. Ja? 80 Kilogramm, kurze, glatte Haare, ja, kommt hin. 8.12. ist auch noch nicht abgelaufen. So, Sky aus Obristan, Datum passt, Bild passt, dann darf er durch. Wunderbar. Machen Sie mir ja keinen Ärger. Papiere bitte. Nieder mit Astotzka. Hilfe, das ist eine Bombe. Guten Tag, was ist los? Ja, hier hin, Bombe. Oh, haha, was hast du denn da für ein Spielzeug? Sollen wir evakuieren? Wegen dem Ding da? Ach, war's natürlich nicht. Entschärf's einfach, mach die Abdeckung auf. Okay. Was sind diese Terroristen doch dämlich? Nicht mal ein Anzeiger hat das Ding. Was soll ich tun? Das ist eine armseligste Bombe, die ich jemals gesehen habe. Die kann auch ein Vollidiot bauen. Schneid einfach die Drähte der Reihe nach durch. Okay, 1, 2, 3, 4. Oh, gut, fertig, zurück an die Arbeit. Wir sollten den Übergang schließen. Schwachsinn, ich muss heute doch was verdienen. Gib mal die Bombe, ich verkaufe die Einzelteile und du kriegst den Anteil. Mann, was ist das für ein Müll? Ich glaube nicht, dass das Zeug überhaupt viel wert ist. Ruf den nächsten heran. Wir sind hier fast gestorben und er sagt, arbeite weiter. Aua. Oh mein Gott. Arbeit und ein halbes Jahr. Passt nicht zu den gesuchten Personen. Dann ist das in Ordnung. Samulec, Lekons, genau, jetzt haben wir es überall geprüft. JLT5L, 12X9D, Arbeit 6 Monate, 1.7. ist in Ordnung. Einreise bis ist in Ordnung, Siegel passt. Buschige Koteletten,
Wenn ich wüsste, was das bedeutet. Aber es scheint übereinzustimmen. 1,69, ungefähr 86 Kilogramm, genau. Datum ist gültig. Siegel, soweit ich weiß, sollte in Ordnung sein. Zahnmedizin, okay. Vereinigte Föderation, Shingleton, Datum passt, Date passt. So. Und machen Sie mir ja keinen Ärger. Papiere bitte. Sie wird nicht gesucht. Zweck der Reise? Arbeit. Towers-Aufenthalt ein paar Wochen. Arbeit ein paar Wochen, genau. Ellen Halowska, Halowska Ellen. 7VEF1, 7VEF1, M84R2, M84R2. Ja, Datum passt, Siegel passt, genau. Kinnlange Haare, das habe ich beim letzten Mal schon gelernt, das gilt als kinnlang. 51 Kilogramm, 1,65, ja, ungefähr, Datum passt. Da hätten wir das. Wieder Vereinigte Föderation, wieder Shingleton, das heißt, das ist in Ordnung. Siegel sollte in Ordnung sein. HU Ingenieurwesen, ah, wunderbar. Oh, ja, genau. Datum ist in Ordnung, Bild passt. Dann darf sie durch. Damit hätten wir jetzt alle Sachen abgegeben. Das heißt, keine Ahnung, morgen oder so sollte dieser Chefingenieur Mesov Anegovic oder so kommen. Verwandte besuchen, ein paar Wochen. Sie hat alles, aber kein Pass. Das ist so unwahrscheinlich. Das ist einfach so unwahrscheinlich. Das ist so unwahrscheinlich. Sie hat die neue Anhang-A-Identität, die wir erst seit 3 Tagen haben, aber sie hat keinen Pass und sie weiß nicht mal, was ein Pass ist. Oh. Geben Sie mir die verschlüsselten Dokumente. Dankeschön. Ich will die loswerden. Bitteschön. Beide. Ja, habe ich schon gegeben. Beide Agenten wurden abgewiesen. Oh, habe ich gar nicht mitbekommen. Ohne ihre Hilfe haben wir keine Chance. Als Astotzka aus der Taufe gehoben wurde, spielte der Orden dabei die gleiche Rolle wie heute. Sobald die Tyrannei ein Ende hat, werden wir wieder verschwinden. Ja, von mir aus. Verschwindet. Verschwindet besser jetzt schon. Tschüss, auf Wiedersehen. So, sie wird nicht gesucht, das ist wunderbar. Genau, dann haben wir hier Astotzka, Vesilo-Distrikt, das stimmt. Fedoruk Karoline, 26.03.58, das ist in Ordnung, hoppla. 1,86, 53 Kilogramm, Ohrwäsch, Datumbilder passen, sind eigentlich ganz in Ordnung. Dann darf sie durch. Sleva Astotzka. So, Papiere bitte, sie wird nicht gesucht. Zweck der Reise, ich will arbeiten, okay. Dauer für ein paar Monate, 3 Monate, um genau zu sein, dann sollte es eigentlich passen. So, Import. Andrea Delfork Andrea, QN5E5, QN5E5, 38WFK, 38WFK. Arbeit 3 Monate, genau, Einreisebiss ist gültig, Siegel passt. 1,65, ja, 59 Kilogramm, kleiner Kopf, ja, vergleichsweise. Datum ist in Ordnung. Das Siegel passt, Andrea Delfork, Biss passt auch und dann sollte das eigentlich in Ordnung sein. Hi Hahn, Datum ist in Ordnung und Bild auch. Dann darf sie durch. Machen Sie mir ja keinen Ärger. Papiere bitte, sie wird nicht gesucht. Zweck der Reise, Durchreise, Transit, Daueraufenthalt, einige Tage, ja, das ist in Ordnung. Natalia Dombrowska, Natalia, VPAJR, MG559, Transit 2 Tage, genau, Einreise ist gültig und Siegel ist gültig, 1,73, ja, so ungefähr 53 Kilogramm, glatte Haare, ja, Datum ist auch in Ordnung, Impor, Enkyo, genau, Datum ist in Ordnung, Bild ist in Ordnung, dann darf sie durch. So, vielleicht 1, 2 Personen, ich weiß nicht genau, schaffen wir noch. Wird nicht gesucht, bisher haben wir noch keinen gefunden. Arbeit, okay. Dauer, ein halbes Jahr, okay. Andrei Tervoski Andrei, UCQ4X, UCQ4X, 3CJG1, 3CJG1, Arbeit 6 Monate, 1.1.83 ist noch nicht, aber sehr bald. Siegel ist in Ordnung, so.
1,82 von der Größe her, ja, kommt so ungefähr hin. 89 Kilogramm, Glatze, einreisegültig. Oh, schafft nur eine Person. Vereinigte Föderation, Great Rapid, genau. Das Siegel sollte an sich auch passen. Habe ich jetzt nicht mehr ganz im Kopf. Wir schauen einfach nach. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Das kann nicht schaden, sich das einfach nochmal anzuschauen. Ja, das ist das untere linke Siegel. Andrei Tewoski. Tewoski Andrei, das ist in Ordnung. Statistik. Okay. 1.7. ist auch in Ordnung. Datum, Bilder passen. Dann dafür durch. Wow, wir haben wirklich keinen der Verbrecher gefunden. Echt schade. Nein! Name? Andrei Tewoski? War, hab ich irgendwie ein I und ein J gehabt und so, hab das gar nicht richtig bemerkt. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Oh, das ist schade. Ja, okay. Müssen wir hinnehmen. So, Heizung und Nahrung sparen wir weg. Ah, das tut weh. Das tut weh. Vor allem die letzte Person. So. Einfach. Ja, okay. Egal. Egal. Wir kommen noch nicht klar. Die Wahrheit von Astotzka. Ministerien kämpfen um Personal. Qualifizierte Grenzbeamte und Soldaten gefragt. Ha, okay. Konsolidierung der Grenztruppen. Auch mit weniger Personal genauso sicher? Moment. Konsolidierung. Mit weniger Personal. Wenn jetzt hier Soldaten weggeschafft. Hallo? Wir brauchen die Soldaten. Da sind schon gefühlt, keine Ahnung, sechs, sieben Leute draufgegangen. Wir brauchen die. Wir brauchen die. Nein. Was machen wir? Nein, nein, nein. Wir brauchen Soldaten. Sicherheit. Okay. Hinten sind auf jeden Fall noch die drei, aber vorne sehe ich halt nur Dingsterbumster. Kalensk. Ich glaube, es war Kalenz. Inspektor, das Ministerium der Justiz hat uns die Zuständigkeit für den äußeren Sicherheitsstreifen übertragen. Ab sofort sind Sie dafür verantwortlich, auf illegale Grenzübertritte zu achten. Der Ihnen ausgehändigte Schlüssel dient dazu, die Betäubungspistole aus dem Schrank zu holen, sobald Alarm gegeben wird. Bitte wenden. Kompensation für das Vereiteln illegaler Grenzübertritte erhalten Sie einen Bonus. Einen geringeren Bonus erhalten Sie, wenn Sie auf das Ziel schießen, es aber verfehlen. Schusswaffengebrauch, beachten Sie das Diagramm auf der folgenden Seite, das Leberstotzka. Das heißt, wir nehmen den Schlüssel. Ich sehe kein Schloss, aber okay. Stecken das einfach ins Schloss, drehen um und dann können wir die Waffe nehmen und damit schießen. Sie haben nur wenig Zeit, handeln Sie umgehend. Okay. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Schlüssel, auf den wir aufpassen müssen und nicht verlieren dürfen. Ich wette, also ich kann im Grunde wetten, heute kommt es direkt zum Anschlag. Direkt, ja. Direkt Schlüssel rein, Waffe holen und dann auf die Person oben schießen. Kann ich mir vorstellen. Uiuiui. Das ist schade, das ist sehr schade, das ist traurig. Kalensk möchte scheinbar mit mir sprechen. Du hast sechs Personen verhaftet, hier. Als Bonus fürs Verkaufen von Bombenteilen verlegen mich unsere Station in den Knast. Den Bonus kriegen wir weiter, also schön weiter einbuchten. Ich werde dich nicht mehr hier besuchen. Stattdessen werde ich das Geld bei dir zu Hause abliefern. Abends, ab und zu. Ja, okay. Dann haben wir auf jeden Fall einiges an Geld hinzubekommen. Das gefällt uns doch. Ich will mal kurz anmerken. Wahrscheinlich macht das niemand, aber die sehen cool aus, die Scheine. Guck mal, Fünferschein, Stotzka. Man kann leider nicht genau lesen, was da drauf steht. Und dann haben wir hier quasi einen Zehnerschein, beziehungsweise sind das halt zwei Fünfer, die übereinander gestapelt sind und dann von so zwei Bändern zusammengehalten werden. Und dann steht da halt 10 drauf. Ist an sich ganz, ganz cool, ja. Also, wir machen uns bereit. Heute gibt es auf jeden Fall noch einen Anschlag. Papiere bitte. Sie wird nicht gesucht. Das ist schön. Ein Besuch. Und dauert 12 Wochen. 12 Wochen sind 3 Monate, genau.
So, Antigone Glorian. Ruja, Ruja, genau. KX6BV, KX6BV, WSKCQ, WSKCQ, Besuch 3 Monate, Datum ist in Ordnung, Ziel ist in Ordnung. 1,80, ja, so ungefähr 67 Kilogramm, kinnlange Haare, das ist in Ordnung, Datum ist in Ordnung. Glorian, Ablaufdatum und Bild passen. Machen Sie mir ja keinen Ärger. Der nächste. Papiere bitte, sie wird nicht gesucht. Zweck der Reise, Transit. Dauer, einige Tage. Genau. Import. Elodie, Chandlers, Elodie, das passt aber nicht ganz. Da ist ein Y und da ist ein L. Schauen wir mal nach. So. Kein Alias bekannt. Ja, mir fehlen leider auch die Worte. Ab in den Knast. Aber die brauchen natürlich jetzt noch länger hierher zu laufen, weil sie von hinten vom Knast kommen. Das ist natürlich belastend. Sie wird nicht gesucht. Ich komme aus medizinischen Gründen. Sie haben keine Papiere. Bitte. Der Eingriff, den ich brauche, steht in Kollegien unter Strafe und selbst wenn ich nicht so wäre, würde die Ärzte da niemals fragen. Nur in Astotzka gibt es die Ärzte. Wir werden hier bestochen. Wir werden hier gerade bestochen. Nein. Aus medizinischen Gründen. Ja, schön, aber holen Sie sich Dokumente. Ja, mir ist es. Nein, mir ist es nicht egal. Ich weiß, dass es Ihnen schlecht geht, aber holen Sie sich die fehlenden Dokumente. Bitte. Sie können mich nicht einfach bestechen. Holen Sie sich die passenden Dokumente und dann können Sie durch. Dann haben Sie kein Problem damit. Oktovalis-Distrikt. Passt. Bukato. Silvia. Silvia Bukato. 8.6.46. 8.6.46. 1,64. 62 Kilogramm. Genau. Bild ist in Ordnung. Paradiesner. Paradiesner. Datum passt. Sie wird nicht gesucht und die Bilder sind alle in Ordnung. Dann darf sie durch. Nächster. Oh, ich kenne ihn noch. Ja, da bin ich wieder. Genau. Wie viele Ingenieure waren hier? 4 haben mich angerufen. 3 davon waren reine Theoretiker, zu nichts gebrauchen. Ich brauche einen Mechaniker, wie schon gesagt. Egal, schon gut. Dafür war Mr. 4 ein cleveres Kerlchen. Danke für Ihre Hilfe. 20 Credits und ein Achievement. Wunderbar, wir haben heute so viel Geld eingenommen. Vesselo Distrikt, Vesselo Distrikt. Ja, genau. Orvec passt auch. Anegovic, Mesov, Anegovic. Da wird jetzt wahrscheinlich nichts falsch sein. Ja, 20.8.47, aber ich mache es einfach so. Aus Prinzip 1,81, kommt so ungefähr hin. 89 Kilogramm. Datum passt, Bild passt. Wird auch nicht gesucht, also da darf er durch. Es lebe Astotzka. Es wird schon nichts falsch sein. Ja. Das sind so festgelegte Charaktere, die haben es eigentlich immer richtig. Papiere bitte. Sie wird nicht gesucht. Diplomatin, okay. Das Siegel passt. Lauren Warner, Banner, Lauren, keine Ahnung. S9R93, S9R93, 03 UCP, 03 UCP. Astotzka ist gestattet. Wunderbar. Great Rapid, in Ordnung. Bild und Datum passen auch. Dann darf sie durch. Nächster. Was? Ah, komm schon. Das Geschlecht. Ich habe es nicht aufs Geschlecht geachtet. Arbeiten ein ganzes Jahr. Oh, 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 oh. Schlüssel, 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 Schlüssel. Mist. Ah, beim zweiten Schuss. Beim zweiten Schuss haben wir ihn getroffen. Huh. Okay. Könnte besser sein, aber könnte auch deutlich schlechter sein. Muss man so. Ihr Arbeitstag fand durch einen Anschlag ein vorzeitiges Ende. Ihr Sohn ist krank und braucht Medikamente. Scharfschützenbonus 20. Ui. Wie viel würde ich denn bekommen, wenn ich beim ersten Schuss getroffen hätte? Müssen wir herausfinden. Bestechung 45. Jawoll. Ersparnisse 206, 265, so rum. Gehalt 6.
30 Credits, also das ist wirklich gar nichts. Kriegen wir sonst viel, viel mehr drauf. Miete, Nahrung, Heizung müssen wir halt alles bezahlen, weil die frieren und sind hungrig alle. Aber trotzdem haben wir Plus gemacht und zwar massiv. Schaut's euch an. Wir haben 30 Credits. 30. Wir haben 300 Credits, so rum. 300 Credits. Ja, wir sind endlich über die 300er Marke drüber. Wir haben ein neues Achievement bekommen. Jetzt fehlen noch 3 weitere. Und dann sollten eigentlich alle haben. Wunderbar. Gehen wir schlafen. Und dann würde ich auch sagen, es ist das Ende der Folge. Ja, wir haben jetzt hier 2 Tage schon vorbei und es sind noch bereits 20 Tage. Also, war eine aufregende Folge, viele neue Sachen, wir haben viel Geld bekommen, viele Bestechungen, neues Achievement. Jetzt müssen wir Leute beschießen, wenn sie über die Grenze drüber treten. Aber nur mit einem Narkosegewehr, das stand da, Narkose, ja. Das heißt, sie werden nur ohnmächtig, werden verhaftet, Waffen und keine Ahnung, Bomben, was auch immer sie dabei haben, werden einfach mitgenommen und dann, werden sie ins Gefängnis gesteckt. Wunderbar, dann wäre es das mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!